Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Betrachtung über die Companion Bible Appendix sind wir nun bei Anhang 56. Dieser wurde automatisch übersetzt, muss man berücksichtigen, A und B. Das Buch ist mindestens 130 Jahre alt, vorher verfasst worden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Parallele Passagen der historischen Bücher. Die folgende Tabelle mit 111 Parallelstellen zwischen den Büchern Samuel und Könige einerseits und den Büchern der Chronik andererseits wird nützlich sein. Sie wird der gegenseitigen Beziehung der Abschnitte aufzeigen und es dem Leser ermöglichen, die entsprechenden Abschnitte auf einen Blick zu finden und so den Zweck der gewöhnlichen und schnellen Referenz dienen. Zweitens, sie wird dazu beitragen, den besonderen Aufbau der beiden großen Prinzipien zu verdeutlichen, die die Gesamtheit dieser Bücher bestimmen. In den ersten Büchern Samuel und Könige haben wir die Geschichte aus exoterischer Sicht. In der zweiten Bücherchronika haben wir größtenteils die gleiche Geschichte, aber aus esoterischer Sicht. Im ersten Fall wird die Ereignisse von menschlichem Standpunkt aus betrachtet, so wie sie von einem natürlichen Auge gesehen werden. Im zweiten Fall werden dieselben Ereignisse vom göttlichen Standpunkt aus betrachtet, so wie sie vom geistigen Verstand gesehen und verstanden werden. Während wir also im ersten Fall das Ereignis in seinem historischen Aspekt haben, haben wir es im zweiten Fall aus seinem moralischen Aspekt. Im ersten Fall haben wir den Bericht, historischen Bericht, im zweiten Fall haben wir den göttlichen Grund dafür und die göttlichen Worte und das göttliche Urteil darüber. Vergleiche Sauls Tod in 1. Samuel 31,6 und 1. Chroniker 10, Vers 13 und 14. Dieses Prinzip bestimmt den Umfang des literarischen Raums, der denselben historischen Ereignis eingeräumt wird. Ein Beispiel: In den früheren Büchern sind 3 Kapitel oder 88 Verse den weltlichen Ereignissen von Hiskias Herrschaft gewidmet, 2. Könige 18, 19 und 20. Nur 3 Verse, 2. Könige 18, Verse 4 bis 6, seiner großen religiösen Reformation. In der Chronik ist dies genau umgedreht. 3 Kapitel oder 84 Verse sind seiner Reformation gewidmet, 2. Chroniker 29, 31, während 1 Kapitel oder 32 Verse für die weltlichen Ereignisse seiner Herrschaft ausreicht. Auch die 3 Bündnisse Josaphats mit Ahab können geistig und moralisch nur aus 2. Chroniker 17 verstanden werden, von dem im Könige kein Wort zu finden ist. Dieser Grundsatz bestimmt auch die Reihenfolge, in der die Ereignisse behandelt werden. In den Büchern der Könige werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge aufgezeichnet, während in der Chronik diesen Reihenfolge manchmal ignoriert wird, um die moralische Ursache oder Folgen der beiden Ereignisse zum Zweck des Vergleichs oder des Kontrasts zusammenzubringen. Man vergleiche die Liste von Davids mächtigen Männern, Davids Zählung des Volkes und den Bericht über die Pest. Viertens. Der Zweck dieser beiden großen Prinzipien zeigt sich auch darin, dass der erste Teil der ganzen Geschichte des Königreichs Israels wiedergeben soll, während der zweite Teil nur die Geschichte des Hauses Davids und des Stammes Juda wiedergibt, die sich auf dem Bund Jehovas in 2. Samuel 7 und in 1. Chroniker 17 gründet. Fünftens. Die Schlussfolgerung ist, dass das Buch König
Chronika völlig unabhängig von den Büchern Samuel und Könige ist und dass die Unterschiede zwischen ihnen unabhängig und beabsichtigt sind. Die Kritiker erschaffen sich ihre eigenen Schwierigkeiten, indem sie zunächst davon ausgehen, dass die Bücher gleich sein sollten und dann, weil sie nicht so sind, wie sie angenommen werden, die Abweichungen als Diskrepanz oder Verfälschung des Textes behandeln, anstatt sie als voll von göttlicher Unterweisung zu betrachten, die zu unserem Lernen geschrieben ist. Und hier eben die erwähnte Tabelle. Das hilft natürlich sehr schnell, kann man auch direkt abschreiben in die Bibel. Dazu habe ich eigene Bibeln gemacht, also doch mit Luftpostpapier durchschossene Bibel. Das ist dann ganz praktisch. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt wie immer von unserem Bruder im Herrn Jesus Christum, Antonine. Und da das Original. Und wie gesagt, die Companion Bible kann man problemlos im Handel kaufen oder downloaden als PDF, wie man möchte. Liebe Geschwister, ich wünsche euch weiterhin frohes Studium des Wortes Gottes. Amen. Hier will ich folgen, wohin.